Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem weiteren CSGO Top 10 Video. Letztes Mal die M4A 1S, heute die M4A 4. Heute Abend um 22 Uhr ist wieder Livestream, kommt dazu. Und unsere Sponsoren. Skin Baron, unser Partner, wenn es darum geht, Skins zu kaufen und zu verkaufen. Ihr wisst, wie der Hase läuft, ihr kennt die Seite mittlerweile. Falls ihr sie noch nicht kennt, könnt ihr gerne hier drauf gehen und euch ein bisschen umschauen. Hier gibt's viel zu gucken. Ja, Messer, zack. Günstigste zuerst. Buff. Merkst du was? Fangen wir an auf Platz Nummer 10. Da haben wir die Bullet Rain. Vor allem hier mit dem Gesicht ist sie, glaube ich, das Nonplusultra, oder? Guck dich mal die Gosh an. Nee. Aber der Preis? Naja, so mittel, würde ich sagen, oder? 60 Euro, 50 Euro. Ich kann die nur schwer einschätzen. Sie habt die noch nie gesehen, also so im Spiel. Für 8 Euro kannst du dir Minimal Wear eine holen. Also von daher ist es schon nicht schlecht. Halten wir das mal so fest. Platz Nummer 9, M4A4, Buzzkill. Gelb ist nicht meine absolute Lieblingsgeschichte, das wisst ihr, bei einigen liegt die sicherlich viel weiter vorne, bei mir halt nicht. Diese Liste war generell auch wieder nicht einfach, weil es so viele coole Skins gibt hierfür, dass man fast sagen könnte, nur fast, dass zwischen dem Platz 5 und Platz 1 eigentlich kaum ein Unterschied liegt. Trotzdem habe ich alles irgendwie sortiert. Vom Preis her ist die dann sogar eigentlich gar nicht so cool, weil die andere ja sogar für 8 Euro noch im Minimal Wert zur Verfügung stand. Aber hier, ich sortiere mal kurz nach günstigste zuerst. Ja. Ne? Da kann man schon, da sieht man schon, wo man bei der Waffe ist. Nächster Platz. Die Asimov liegt auf dem Platz Nummer 8 und ist, glaube ich, die unschönste Asimov, oder? Der gesamten Asimov-Reihe. Haben wir das mal so festgehalten? Ich weiß es gar nicht genau. Also da gefällt mir die auf der Pistole schon etwas besser. Ich weiß, die AWP ist für die meisten der heilige Asimov-Gral, aber für mich nicht. Und der Preis ist eben sehr Asimov-technisch eher stattlich angesiedelt. Also da kann man auch schon mal 300 Euro hinlegen für so ein Teil in Steady Track. Wenn man unbedingt eine will, kann man da schon für, hier war was für 27 gestanden, wo ist denn? 22, aber auch in wirklich zerrissen. Was aber eigentlich noch geht. Ja, oh. Der Drache liegt auf dem 7. Platz. M4A4 Dragon King, leckeres Geschäftchen. Ein schön ausgearbeiteter und farblich gut aussehender Skin. Und auch vom Preis her, ich habe schon mal auf günstigste sortiert, sieht es nicht schlecht aus. Wir sind, wie gesagt, bei Hauptwaffen oder bei den Hauptwaffen, die sind ja generell einfach teurer als jetzt alles andere drumherum. Also für 6 Euro kann man sich da schon noch was stibitzen. An der Stelle übrigens mal ein Negativpunkt, den ich hier über Skin Baron sagen muss. Das ist echt bescheuert, dass die Waffen zum Teil auf Deutsch sind. Also die Skins. Das ist irgendwie, also man findet seinen Skin natürlich. Wenn man in die Suche den Englischen eingibt, dann kommt auch der Richtige auf Deutsch. Aber wenn du jetzt halt hier geschwind mal durchgehen möchtest und dann, was weiß ich, hast Schrei, wow, Howl, ja, das ist ein bisschen, ich weiß auch nicht, das hätte ich irgendwie nicht gemacht. Klar, deutscher Marktplatz und so weiter, aber, also von 100 Leuten, die Counter-Strike besitzen, hat es einer auf Deutsch, oder? Einer, maximal. Der Rest hat es auf Englisch. Ich kenne keinen, der Drachenkönig sagt zu dem Teil. Oder zur Howl Schrei. Oliver, hast du auch eine Schrei? Hm? Auf dem Platz Nummer 6 haben wir die M4A4 Hellfire, aka Mini Howl oder Mini Schrei. Schön. Guck mal, da bin ich. Wenn wir richtig hart genudelt werden, weil wir einfach nicht zusammen spielen, dann sehe ich ungefähr so aus. Ah! Preis geht, oder? Geht, ja. Ist in Ordnung. Ich glaube, da muss ich nicht viel dazu sagen. Der Preis ist der Preis, ne? Der verwüstete Raum liegt auf dem 5. Platz. Schön. Bisschen gruselig auch. Klar, da haben die ein oder anderen Angst nachts, wenn sie jemanden sehen mit dem Skin. Aber da musst du durch. Und durch den Preis kann man allemal durch. Also für so einen wirklich sehr schicken Skin 8, 9 Euro zu bezahlen in 18er Wear. Geht. Guck mal die. Ich glaube, da kann man sich gar nicht beklagen. Seht ihr da irgendwo eine Macke? Die sagenumwobene Poseidon liegt auf meinem 4. Platz. Ich weiß, was? Das ist doch eigentlich voll. Wow, und hin und her. Der Skin ist auch schön. Aber so richtig krass jetzt auch. Also, er ist schon schön. Aber wenn man jetzt bedenkt, was jetzt gleich noch kommt, finde ich ihn jetzt nicht ultimativ mördermäßig krass. Ja. Für Blau-Fans, klar, ein Muss. Logisch. Ist auch ein bisschen grün dabei. Also für mich eigentlich auch ein Muss. Mit den Moränen hier und ihm. In Ordnung. Ja, kann man schon machen. Muss man aber nicht. Muss man wirklich gar nicht. Alter, die Preise. So, jetzt kommen die Top 3. Ihr könnt also wieder raten, was wohl auf meinem 3., 2. und 1. Platz liegt. Und eure eigene Top-Liste schreiben. Egal mit wie vielen Waffen. 1, 3, 5, 1000. Also haltet das Video kurz an. Schreibt in die Kommentare. Hey, ich glaube, auf deinem 1. Platz ist möglicherweise meine Mutter. Und dann lasst ihr weiter abspielen. Okay, ich gebe euch kurz Zeit. Das war's. Platz Nummer 3, The Emperor, M4A4. Einfach schon viel kräftiger als die Poseidon. Viel schicker dadurch. Also, ne, ihr wisst ja, mir gefallen halt kräftige, stabile Skins. Von dem Bildchen her, was man da sieht, fand ich das andere schon schicker. Aber hier ist es halt viel schöner
dargestellt. Und der Preis ist im Vergleich zu der Poseidon halt auch geschmeidiger. Also der geht besser runter. Wobei ich auch jetzt nicht hier sagen würde, oh, 200 Euro, da greife ich zu, ja. Ich würde vielleicht sagen, oh, 30 Euro. Wenn die noch um die Hälfte fällt und dann nochmal 10 Euro Rabatt hat, schlage ich vielleicht zu. Paul auf dem zweiten Platz. Ich meine, der Schrei. Auf dem zweiten Platz. Die ist schon majestätisch, ne? Also, bis auf das hier hinten, das sieht echt bescheuert aus. Die ist schon wirklich ganz schick. Das hier vorne sieht auch nicht so gut aus. Aber das hier. Obwohl, die Flammen machen es schon. Die Flammen machen es schon. Guck dir mal den Knödel hier drin an. Also, wenn der nicht heiß ist, dann weiß ich auch nicht. Und der Preis erst. 2000 Euro. Legst du dafür mal hin. Locker. Zack. Da kannst du dir eigentlich so viel Brot von kaufen, aber halt auch eine Schrei. Platz Nummer 1 kommt in 3. Auf Platz 1 liegt die Ultrasuite Neo Noir. Da frage ich mich natürlich, ob das einige schon wussten oder sich gedacht haben. Ich denke, man weiß, dass mir der Skin sehr, sehr gut gefällt, aber dass er über der Haul steht. Ich meine, gut, die racht und Rauche ist jetzt halt nicht so gesund und soll hier auch nicht propagiert werden. Auf keinen Fall. Furchtbar. Hier jetzt ein Leberfleck. Da auch, aber der stülpt sich nach aus. Die Preise der Neo Noir liegen jetzt hier so bei dem ganzen Kram hier. Ja. Also da kann man, wenn man die Augen offen hält und immer mal wieder reinschaut, sicherlich einen Schnäppel machen. Preis-Leistungstechnisch. Aber ja. Hat wieder Spaß gemacht. Das war die Top 10 zu den Bums. Nächstes Mal geht es weiter mit der SCAR 20. Und dann kommt die SG. Und dann nochmal eine SSG. Und dann fangen die MPs an. Okay, nur dass ihr ungefähr den Ablauf wisst. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Edel, dass ihr am Start wart. Vielen Dank auch jetzt im Vornherein für eure Kommentare, für das Mitdenken und Aufschreiben eurer Top-10-Listen. Dankeschön auch für die Bewertung. Und heute Abend ist dann, wie vorhin schon erwähnt, Livestream. Um 22 Uhr geht er wieder los. Wir haben kein Ende. Das heißt, wenn ihr nicht direkt um 22 Uhr kommen könnt, aber vielleicht um 1 oder 2 Zeit hättet, könnt ihr mal reinschauen. Da sind wir immer noch am Hasseln. Die letzten Freitag auf Samstag-Streams, da haben wir meistens mindestens 4-5 Stunden am Start, manchmal sogar 6 oder 7. Ja, also schaut mal rein, wird lustig. Ciao.